etwas anders ran als üblich. Also ich habe bei meinen Vorrednern sehr erfreut wahrgenommen, zunächst mal, sie haben mir Wasser übergelassen. Das ist gut. Was aber noch viel schöner ist, es war viel von Harmonie die Rede. Und tatsächlich gibt es eine Veränderung in der Partei. Wir erleben das hier im Landesvorstand Nordrhein-Westfalen. Ich erlebe das runter bis auf die kommunale Ebene, weil ich ja relativ in den Kreisverbänden auch unterwegs bin. Und Herr Gottschalk hat schon gesagt, im Bundesvorstand ist das auch so. Also wir arbeiten im Moment sehr gut zusammen. Und ich will es damit, um nicht zu viel Harmonie reinzugeben, eine Wenden haben lassen und zu anderen Ausführungen kommen. Ich will auch darauf hinweisen, für die Pressevertreter, nein, das sind keine Fake News. Und wenn da oben steht, just married, oder sowas habe ich noch nie gesprochen, das ist dann Fake News, nehmt ihr das nicht ernst. Nein, wir sind nicht alle miteinander verheiratet, just married, da haben wir drüber gesprochen, müssen wir mal schauen. Diese also mal angestimmt. Ja, kommen wir zur Sache. Glaubt man den Lautsprechern des politisch-medialen edukativen Komplexes, ist unsere Partei ja bis ins Knochenmark rechtsextrem. Das ist freilich nicht ganz richtig. Da gibt es einen Unterschied. Wir sind nicht rechtsextrem, wir haben nur extrem viel Recht. Das ist ein nicht ganz wichtiger Unterschied. Und das merken die. Und zwar zunehmend. Im Moment merken das die Bundestagsparteien, und ich habe ja nun relativ viele Journalistenkontakte. Wenn man offline ist, off the records, wie sie es nennen, dann sagen die auch, alter Schwede, ihr habt da schon Kompetenz mitgebracht. Die räumen das ein, die würden das niemals senden oder sowas, aber das wird sehr, sehr deutlich. Und Sie können das im Grunde genommen an den Reden im Bundestag sehen, wen wir da eingewählt haben und wie das funktioniert. Das ist ganz bemerkenswert. Ich gucke mir das ja so ein bisschen aus der Distanz an, weil ich selbst gewählt da gar nicht mit in der Fraktion bin. Ich mache mein Geschäft in Brüssel dazu gleich mehr. Und sage, ja, wir sind angekommen auf eine kluge Art und Weise. Wir sind nicht angekommen in Form einer Anpassung, denn wir werden uns nicht anpassen. Aber wir sind im Bundestag. Und das wollen nun viele, das ist mir durchaus nachvollziehbar, nicht wahrhaben. Und es scheint ja geradezu unkontrollierbarer Reflex zu sein, unsere Partei in die äußerste rechte Ecke stellen zu wollen. So etwa vor 6 Wochen, da haben wir das alle erlebt, da hatten wir Bundesparteitag in Hannover. Da haben wir unseren Bundesvorstand neu gewählt, der von unseren Delegierten sehr klug zusammengewählt wurde, weil wir im Grunde genommen eine ganze Breite der Partei abgebildet haben. Jetzt mussten die aber irgendwas dazu schreiben. Was haben sie geschrieben und in den Nachrichtensendungen gemacht? Krasser Rechtsruck der AfD. Wieder einmal. Ganz über Rechtsruck. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das in den Tagen nach dem Bundesparteitag gelesen habe. Mal wieder. Manchmal denke ich mir, so oft wie unsere Partei schon einen Rechtsruck vorgegeben gehabt hat, müssen wir eigentlich als Linksextremisten gestartet haben. Die Wahrheit ist natürlich eine andere. Also der neue Bundesvorstand repräsentiert, ich kann das wirklich beurteilen, alle Lager, wenn Sie so wollen, die wir in der Partei haben, ich spreche lieber von Strömungen oder Richtungen, da ist das Freiheitliche ebenso vertreten wie das Nationalkonservative. Und das gehört sich auch so. Denn es müssen sich alle Parteimitglieder da wiederfinden. Und ich glaube, das klingt ganz gut. Und genau diese Kräfte brauchen wir auch, wenn wir wenn wir eine geistig-moralische Wende in unserem Land einleiten. Die bedarf es nämlich. Den Begriff kennen die Älteren, für die Jüngeren sei gesagt, Helmut Kohl war das. 1982, als er erstmals zum Kanzler gewählt wurde, da hat Helmut Kohl gesagt, wir brauchen dringend, und er hatte damals übrigens schon recht, eine geistig-moralische Wende. Die hat es nie gegeben. Der Begriff der Wende wurde dann anderseitig okkupiert, nämlich durch die Deutsche Vereinigung, ein Glücksfall der Geschichte. Aber die geistig-moralische Wende, die ist die Regierung CDU unter Kohl in 16 Jahren schuldig geblieben. Danach gab es das sowieso nicht mehr. Einigen von Ihnen, damit komme ich zum eigentlichen Thema, wird es vielleicht schon aufgefallen sein. In diesem Jahr feiern die 68er Gerontokraten das 50-jährige Jubiläum ihres sozialistischen Gesellschaftsentwurfs. Sie werden sich und ihren längst verwirklichten Marsch durch die Institutionen völlig unangetastet von allen Selbstzweifeln, das kennzeichnet sie nämlich, schamlos selbst feiern.
die üblichen Systemintellektuellen, die Hofjournalisten, die staatlichen Gesinnungstherapeuten und die Sozialingenieure werden weitere Lobeshymnen anstimmen auf ihre kulturmarxistischen Vordenker. Und das wird für Leute wie uns, die wir wahre Konservative sind, nur schwer zu ertragen sein. Schrecklich, zumal diese linken Hirngespinste der 68er Utopie Opas von ihren Parteipartei politischen Helfershelfer in die politische Praxis umgesetzt wurde und das sehr weitreichend. Und wir sehen alle, sie sind an der Realität krachend gescheitert. Man hat das Gefühl, dass diese ganze links-rot-grüne etablierte Politik, nicht nur der SPD und der Grünen, sondern sehr wohl auch von CDU und CSU, es jedem recht machen möchte, nur nicht mit eigenen Folgen. Was wir erleben, das sind Deutschland-Abschaffer, die da am Werk sind. Zum Teil. Nehmen Sie Martin Schulz, der will Deutschland abschaffen. Er hat das klipp und klar gesagt. Er möchte, dass Deutschland verschwindet in den Vereinigten Staaten von Europa. Er will unseren Nationalstaat abschaffen. Nehmen Sie Katrin Göring-Eckardt, nehmen Sie Claudia Roth. Ich brauche die Sprüche gar nicht alle zu benennen. Zum Teil tarnen sich diese Deutschland-Abschaffer mehr oder minder geschickt. Hier sind lauter Leute im Raum, es ist ja schön, die das schauen. Ich denke an Angela Merkel und ihre gesamte vorgeblich christdemokratische Entourage, auch das sind Deutschland-Abschaffer. Und die gehören allesamt abgestraft und politisch werden sie das ja auch inzwischen, auch wenn es erst begonnen hat. Denn da kommt noch sehr viel mehr Abstrafung und die kommt dann relativ bald. Abgestraft etwa für die vermeintliche Euro-Rettung auf Kosten deutscher Steuerzahler und kommender Generationen. Wenig beachtet in dieser Zeit, weil wir andere Probleme haben, die vielleicht noch größer sind. Aber haben Sie ein Auge drauf, es ist Ihr Geld. Die Tagezahlen reichen bald die Billionenmarke. 1 Billion, 1.000 Milliarden. Geld, das, wenn man es mal nicht betrachtet, die Deutschen hier erwirtschaftet haben mit ihrer fleißigen Arbeit. Und dass sie mit absoluter Gewissheit, egal was passiert, nicht mehr wiedersehen. Ob wir aus dem Euro aussteigen oder nicht, ist das völlig irrelevant. Das Geld ist schlicht weg. Das ist der Straßburg, wo ich seit einiger Zeit politisch tätig bin, arbeite ich mit allen Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, die sind noch sehr bescheiden, dazu gleich ein paar Worte mehr, dafür, dass deutsche Interessen in Europa, respektive in der Europäischen Union, auch wieder berücksichtigt und nicht noch weiter verraten werden. Abgestraft gehören die Deutschland-Abschaffer ebenso für die völlig aus dem Ruder laufende Migrationspolitik, die uns Millionen kulturfremder Menschen in unser Land gebracht hat, die sich trotz Vollbart und sich längst lichtendem Haupthaar für minderjährig erklären dürfen. Und die laut Martin Schulz Wertvolleres als Gold zu uns bringen. Was das im Einzelnen ist, bleibt indessen Schulz und auch Merkels Geheimnis. Liegt der Wert vielleicht in der massiven Plünderung unserer Sozialsysteme zulasten der eigenen Bevölkerung? Oder liegt er in der immer weiter stärker eingeschränkten Freiheit und Sicherheit, beides der zunehmend eingeschränkt unserer Bürger, die Veranstaltungen wie Konzerte und Weihnachtsmärkte längst nur noch unter Zuhilfenahme massiver Sicherheitsmaßnahmen durchführen können? Sie kennen ja alle diese Betonblöcke im Volksmund mittlerweile als Merkel-Lego bekannt. Oder liegt das Gold, das Herr Schulz da sieht, in der ausufernden Gewaltkriminalität von Migranten bis hin zu abscheulichen Gewalttaten gegenüber bevorzugten jungen Frauen? Keineswegs nur Frauen. Sie haben vielleicht, worauf ich anspiele, auf den bestialischen Mord an einem erst 15-jährigen Mädchen aus Kandel. Ermordet durch den Afghanen Abdul D., der, obwohl er locker bald doppelt so alt aussieht, von deutschen Behörden für 15 Jahre jung und damit als minderjährig. Aber was rege ich mich darüber auf? Das wissen wir nicht genau mit dem Alter. Das können die selber festlegen. Naja, wenn man sich hier so lange sein Geschlecht aussuchen darf, dann vielleicht auch das Alter. Kommt hinzu, optimierte Sozialleistung inklusive eines Wohnkomforts, von dem sehr viele Deutsche nur träumen können. Dieser Abdul D. lebte in Rheinland-Pfalz da in einem Haus mit 190 Quadratmetern gemeinsam mit drei weiteren Migranten. Das ist pro Person eine recht nette Wohnfläche.
von uns Steuerzahlern finanziert. Mir wäre es ja lieber, wenn wir uns auch die Höhe des Steuersatzes aussuchen könnten. Aber hier ist der deutsche Staat dann nie ganz so tolerant. Ja, er braucht halt die Kohle. Und wir wissen auch, wofür. Bei der Ursachenanalyse für derlei Tragödien, die für eigenen Haustüre stattfinden, ist man stets realitätsrelativierend unterwegs. Schließlich möchte man ja doch das eigene Weltbild nicht ins Wanken bringen. Traumata der Täter und mangelnde Integrationsbemühungen auf Seiten der deutschen Bevölkerung kommen als Ursachen eigentlich immer in Frage. Keineswegs aber kulturelle Komponenten, strukturelle Gewalt, das islamische Frauenbild, die Politik der offenen Grenzen, der totale Multikulturalismus und die mit diesem Multikulturalismus einhergehende Überdosis an gesellschaftlicher Komplexität, die versucht, komplett inkompatible Weltbilder zu vereinen. Nichts hat mal wieder mit nichts zu tun oder zumindest mit fast nichts. Das sind die typischen Verirrungen und Verwirrungen der wackeren Linken, über die ich gar nicht sagen möchte, sie seien dumm. Sie haben halt einfach nur ein bisschen Pech beim Denken. Und da kommt dann sowas dabei raus, nicht? Das, was die Flüchtlinge uns bringen, ist wertvoller als Gold, sagt dieser Schulz. Willkommenskultur ist der beste Schutz vor Terroristen, sagt Katrin Müller-Egger. Wörtlich, ich zitiere sowas. Und dass wir schaffen das von Frau Merkel, kennen Sie alle. Messerstecher Abdul D. ist, obwohl er doppelt so alt ausschaut, er ist 15 Jahre alt, traumatisiert und eigentlich wahrscheinlich ein ganz lieber Kerl. Man könnte fast meinen, Einstein hätte sich geirrt und Zeitreisen gibt es eben doch. Migranten verlassen also im Alter von 30 Jahren ihre Heimat in Afghanistan und kommen hier im Alter von 15 Jahren an. Sozusagen von Afghanistan nach Absurdistan. Doch Einstein hat auch gesagt, dass zwei Dinge unendlich sind, das Universum und die menschliche Dummheit. Und er fügte hinzu, beim Universum sei er sich da nicht so ganz sicher. Ich stand von Einstein, nicht von mir, aber ich okkupiere das gerne. Ich finde das schön. Bei der menschlichen Dummheit also schon, und dies wohl auch zu Recht, wenn man sich die Logik linken Denkens vergegenwärtigt, die dieses Land ins Verderben führt. Das ist ja das, ich mache, versuche das immer so ein bisschen locker zu präsentieren. Dahinter steckt aber, seien wir uns dessen alle bewusst, ein geradezu dramatischer Zusammenhang. Dieses Denken der Realitätsverweigerer, die den Irrsinn unserer Gegenwart notorisch und kläglich zu verteidigen versuchen und nach jedem Akt islamistischer Aggression meinen, mit Lichterketten nicht etwa gegen die Täter, sondern gegen rechts die Probleme dieses Landes lösen zu können, die gehören eigentlich alle auf die Couch, und zwar pronto, aber sie gehören ganz gewiss nicht in die Parlamente dieser Republik. Da gehören wir. Sondern daran, dass es Leute wagen, diese Tatsachen klipp und klar zu benennen. Konkret daran, dass wir, Alternative für Deutschland, diejenigen sind, die das benennen. Deshalb auch ständig deren geradezu psychopathologische Angst vor uns. Wenn ein 15-jähriges Mädchen von einem Afghanen buchstäblich niedergemetzelt wird, und so war das, ich kenne Details dieser Tage, dann sorgt man sich in diesen Kreisen nicht darum, dass das morgen wieder passieren könnte. Exemplarisch ein anderer Fall aus Berlin, die Tage gelesen, habe ich auf meiner Facebook-Seite gebracht, weil ich das so besonders empörend fand. Dort hat ein vorgeblich 13-Jähriger, ergo, wenn es stimmt, gerade noch komplett strafunmündiger Migrant, die vierjährige Tochter seiner Pflegefamilie sexuell missbraucht. Das Landeskriminalamt Berlin forderte daraufhin, weil sie erhebliche Zweifel hatte an der Altersangabe 13 Jahre, eine Überprüfung dieser Altersangabe, und zwar seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft. Die zuständige Staatsanwaltschaft aber lehnte das ab und stellte kurzerhand das Verfahren mit der Begründung ein, gegen einen 13-Jährigen kein Strafverfahren führen zu können. Das ist eine Tatsache, das ist Realität in unserem Land. Dieser junge Migrant setzte daraufhin flugs sich nach Schweden ab und kassiert dort mit übrigens inzwischen neuer Identität schwedische Sozialleistungen. Und nun kann man sich mal gut überlegen, was dieser junge Mensch in Schweden wohl so tun wird und welche Lehren er daraus zieht, wie deutsche Behörden mit ihm umgegangen sind. Da sorgt man sich also angesichts solcher sich definitiv häufender Vorkommnisse, Einzelfälle viel schon, das ist absurd, das sind keine Einzelfälle, wir haben jeden Tag Einzelfälle und dann sind es keine mehr, da
Da sorgt man sich also angesichts solcher Vorkommnisse nicht etwa um die gefährdete Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit und Ordnung. Nein, da sorgt man sich darum, dass die bösen rechtspopulistischen Schmuddelkinder von der AfD, ob dieser Ereignisse mal wieder den ein oder anderen Prozentpunkt hinzugewinnen könnten. Das ist bizarrerweise deren größte Sorge. Und dann wirft man uns auch immer noch wieder vor, wir würden die importierten Gräueltaten für unsere Hetze missbrauchen. Ich weiß nicht, wie oft ich das Wort gehört habe, auch ich sei ein Hetzer, wenn ich solche Taten erwähne. In Wirklichkeit ist es genau andersrum. Unsere Gegner missbrauchen frei von jeglicher Empathie für Opfer und Angehörigen die importierten Gräueltaten, um gegen uns zu hetzen und uns, die wir klar benennen, was ist, der Hetze zu bezichtigen. Und das nenne ich widerwärtig, das nenne ich erschreckend und das nenne ich abgrundtief schädlich. Ja, man stört sich nicht an den Tatsachen, sondern daran, dass wir als AfD sie benennen. Daran stört man sich so sehr, dass man sich eine Ungeheuerlichkeit nach der anderen im gratismutigen Kampf gegen rechts erlaubt. In diesen Wochen zum Beispiel, und auch das etwas, was wir, glaube ich, alle erleben, relativ stark, die Einführung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Ein Wort ungeheuer. Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Nennen wir es so, wie es ist. Das ist Zensurgesetz. Denn das ist es. Es ist ein reines Zensurgesetz. Dass die Bundesrepublik mit diesem Zensurgesetz immer totalitärere Strukturen annehmen würde, war unserer Bürgerpartei, der AfD, von vornherein klar. Weshalb wir ausdrücklich und massiv vor diesem Gesetz gewarnt haben. Wenn einem die Argumente ausgehen, unterdrückt man die Argumente der Gegenseite, um deren politischen Aufstieg zu hindern. Eigentlich ein typischer Zug totalitärer Regime, inzwischen aber leider auch hier gängige Praxis. Das Marxische Zensurgesetz erinnert an die dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte und ich sage das mit Bedacht. Kritischen Querdenkern soll ein Maulkorb verpasst werden, unbequeme Meinungen sollen aus dem politischen Diskurs, der mehr und mehr in den sozialen Netzwerken ausgetragen wird, der ausgetragen werden muss, wo denn sonst, vielleicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, da gibt es das ja nicht, da soll er auch raus verbannt werden, sodass sich das etablierte Meinungs- und Parteienkartell gar nicht erst mit der Kritik auseinanderzusetzen braucht. So lebt es sich dann recht komfortabel im politischen Paralleluniversum. Besonders bedenklich, wer bestimmt, was gesagt werden darf und was nicht. Gucken Sie sich mal an, was da gesperrt wird. Das ist sehr interessant, das ist auch im Netz verfügbar. Und dann sehen Sie, wie absurd da rumgesperrt wird. Machen Sie sich klar, dass das letztlich private Firmen wie Facebook und Twitter Leute einstellen, und zwar hunderte von Leuten, um permanent danach irgendetwas zu suchen, was womöglich gesperrt werden könnte. Und dann brauchen die auch die berufliche Existenzberechtigung, also finden die was gesperrt wird. Wenn Sie sich anschauen, was für Lächerlichkeiten da gesperrt wird, dann muss ich Ihnen sagen, das ist ein fundamentaler Angriff auf die Meinungsfreiheit, den wir erleben. Und dagegen müssen wir uns mit allen möglichen Dingen. Weg scheinen wir uns gegenwärtig zu befinden. Seit Jahresbeginn wird gnadenlos zensiert und gelöscht. Die Maske des marxischen Gesinnungsstaates ist gefallen und die nun entblößte Fratze ist hässlich. Wir lassen uns davon, um das klar zu benennen, nicht einschüchtern. Wir als AfD kämpfen für das Recht auf freie Meinungsäußerung. Wir lassen uns den Mund nicht verbieten. Niemals. Und wir finden unsere Wege. Und wenn das auch schon, wenn Posts von uns gesperrt werden, dann waren die vorher drin und die haben andere, die haben Screenshots und dann werden die tausendfach verbreitet. Viel Spaß, Herr Maas, Sie werden sich noch wundern. Hilfreich für unseren Widerstand übrigens, aufgrund des Vertrauens von knapp 6 Millionen Menschen, die uns gewählt haben, dass wir nun als größte Oppositionspartei im Deutschen Bundestag sitzen. Dort in dieser Woche den Vorsitz in 3 Ausschüssen bekommen haben, darunter auch der wichtige Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Und wo bitte wird das Netzwerkdurchsetzungsgesetz abgehandelt? Richtig, im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Das ist schön. Das ist schon interessant zu werden, zumal wir da klammheimlich zwar, weil natürlich niemand möchte mit uns was gemeinsam machen, aber klammern wir, ich habe mir gegen dieses Gesetz bereits viele Verbündete. Und ich sage Ihnen, dieses Gesetz wird keinen.
sie wie Alkomas, das tut den Wert der Toleranz, wie eine Monstranz vor sich hertragen, sind in der Regel, achten Sie mal darauf, ihre größten Verächter. Was, so meine Vermutung, seine Ursache in der seit Jahrzehnten andauernden Kulturhegemonie der Linken hat, die bei den diesem politischen Spektrum angehörenden Akteuren das fördert, was sie ihren politischen Gegnern, also uns, immer wieder zu Unrecht vorwerfen und uns unterstellen. Arroganz, Intoleranz, mangelnde Sensibilität gegenüber Andersdenkenden und eine unbegründete Überzeugung von den eigenen Positionen, mangelnde kritische Selbstreflexion, was dann häufig mit moralisierendem Gehabe übertüncht wird. Die Grünen sind da ganz famos drin, Sie kennen das alle. Und was eben auch mit gutmenschlichem Hochmut einhergeht. Da haben die 68er ganze Arbeit geleistet. Ich weiß schon, warum ich mich so gegen die nenne. Es ist eine geistig-moralische Geschichte letztlich. So ist das im vorgeblich besten Deutschland, das es je gab, in dem wir laut Angela Merkel gut und gerne leben, wie sie es zu wissen meint. Das Positive an diesem Zensurgesetz ist, dass die Herrschaftsmechanismen der Pseudo-Oligarchen nun noch offensichtlicher als zuvor zutage treten. Die entlarven sich. Das ist gut für uns. Und es gibt auch noch weitere Lichtblicke. Mein Team, ich habe ein Team, mit dem ich zusammenarbeite, das sind exzellente Leute, das ist wirklich eine tägliche Freude, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, hat sich die Mühe gemacht und alte Tweets unseres Gesinnungsministers einmal durchstöbert. Und ist, siehe da, fündig geworden. In einem Tweet aus dem Jahre 2010 hat Heiko Maas Thilo Sarrazin als Idioten bezeichnet. Ich finde, sowas muss man dürfen. Ich bin zwar ganz und gar nicht der Meinung und würde das eher andersrum sehen wollen, aber sei es drum. Wir haben da ebenso wie einige andere, die das auch wahrnahmen, den Tweet bei Twitter gemeldet, woraufhin dieser Tweet gelöscht wurde. Wir haben sozusagen Heiko Maas in seinem eigenen, mit seinen eigenen Waffen geschlagen. Er ist in seinem eigenen Gesetz gescheitert, eine schöne Pointe, ein Eigentorkönig, unser Zensurminister. Und da ist es von Rat zu unfreiwilliger Komik, dass ausgerechnet dieser Gesinnungsgendarm Maas noch 2014 auf Twitter nach einem Treffen mit dem türkischen Minister Justizminister Folgendes getwittert hat, ich zitiere ein Tweet heißt das ja von Heiko Maas, Sperren von Twitter und Facebook ist nicht unser Verständnis von Meinungsfreiheit. Das, meine Damen und Herren, ist Realsatire vom Feinsten. Nachdem sie dieses Zensurgesetz nach kürzester Zeit als totales Fiasko entpuppt, echauffieren sich nun auch die Bild-Zeit und die Welt, die Grünen und die FDP über dieses Zensurgesetz. Man sieht auch hier, AfD wirkt, wir sind nur etwas schneller als die anderen, aber die kommen dann auch. Wir helfen dann das. Es wird dann nötig sein, die Herrschaften von den Kartellparteien weiterhin zu entlarven, denn das, was bundespolitisch gerade sich zuträgt, ist im Grunde kaum zu fassen. Es sieht ja derzeit wieder einmal nach einer sogenannten GroKo aus, Große Koalition. Sie alle kennen das Wort. Ich spreche da, einige kennen das, die auf meiner Facebook-Seite rumtun, stattdessen von LOKO, einer Loser-Koalition. Denn das wird der Sache weitaus gerecht. Denn die drei uns leider schon länger bekannten Parteien, SPD, CDU, nicht zu vergessen, CSU, die gibt es auch, ne? Haben bei der letzten Bundestagswahl allesamt massiv Stimmen verloren, insgesamt 14% minus. Darum ist das heute von der Loser-Koalition, wie ich meine, durchaus angebracht. Klarer konnte die über bestehende Regierungskoalition eigentlich nicht abgewählt werden. Sodass die SPD damit folgerichtig, das war konzentriert, noch am Wahlabend jegliche Neuauflage, Sie alle werden das gesehen haben, und ich hatte den Genuss, das in der Berliner Runde von Martin Schulz live zu hören, der mir genau gegenüber saß, jede Neuauflage mit der Union kategorisch abgelehnt hat. Hat der gewettert an dem Abend? Also das kommt überhaupt nicht. Ja, dann geht du mal weiter, das wird noch interessant. Denn ich erinnerte mich an ein Sprichwort, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Seit einigen Wochen wissen wir, dass der Würdelosigkeit und Unglaubwürdigkeit dieser Spezialdemokraten keine Grenzen gesetzt sind. Zur Erinnerung lasse ich vielleicht mal ein paar Parteigranten, wenn man da noch von Granten sprechen kann, dieser dem politischen Tod geweihten Partei zu Wort kommen.
Kanzlerkandidat Martin Schulz. Sie wissen, der Schulz-Zug-Lokführer ist ein Zug nun vollends entgleist. Er hat am 20. November, nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierung, im ARD folgendes wörtlich kund, ich zitiere Martin Schulz: Wir haben am Wahlabend gesagt, wir treten nicht in eine große Koalition ein. Ich finde, die Wählerinnen und Wähler der Bundesrepublik Deutschland haben einen Anspruch darauf zu wissen, ob Parteien zu ihrem Wort stehen. Und wir haben gesagt, wir wollen diese große Koalition, die übrigens abgewählt worden ist am 24. September, nicht mehr fortsetzen. Ende des Zitats Martin Schulz, Nachschalter der Jamaika. Ja. Und sein Parteigenosse Ralf, bekannt als Pöbelralle Stegner, ließ, der Pöbelralle aus Bordesholz, Sie alle kennen den, das ist der, der seinen eigenen Mundwinkel stolpert. Mit dem hatte ich auch schon mal das Vergnügen, der ist rausgerannt. Das war klasse, aber das ist er hat so abgehungen und dann ist er rausgerannt. Mein Papa hat das nicht eingefangen, aber ich fand es köstlich. Kaum, dass ich anfing zu reden, rannte der davon. Ich konnte ihn in dem Moment verstehen. Er ließ auf Twitter Ende September kämpferisch verlautbaren, dass es keine GroKo geben werde. Zitat Stegner: Dergleichen wird nicht passieren. Opposition und Absage an große Koalition ohne jede Hintertür. Basta! Ausrufezeichen. Glaubwürdigkeit der SPD steht auf dem Spiel. Ausrufezeichen. Ende des Tweets. Und Andrea Nahles. Auch so eine Spezialdemokratin. Andrea Nahles kündigte kurz nach der Wahl in der von ihr gewohnten sprachlichen Primitivität an, das ist ja doch harmlos, solange die Frau nicht singt. Wenn die im Bundestag singt am Rednerpult, dann wird es erst richtig bitter. Ich habe das erlebt, bei Pippi Langstrumpf, du meine Güte. Naja, also die hat angekündigt, dass die neue Regierung künftig, wörtlich, auf die Fresse kriegen werde. Die Regierung also, der sie nun angehört hat. Wen möchte diese Frau bitteschön in ihrer Diktion auf die Fresse geben? Schulz? Maas? Stegner? Merkel? Also die von der Leyen oder wen? Womöglich sich selbst? Ich bin sehr gespannt und besorge mir einfach nochmal vorsorglich eine Tüte Popcorn. Das tue ich dann. Wir müssen eigentlich nur noch etwas Geduld haben und abwarten. Ja, die SPD ist unglaubwürdiger als Pinocchio. Bei den kommenden Olympischen Spielen gibt es für die Goldmedaille in Gesinnungsakrobatik. Erst pöbelt sie gegen die Union, später bettelte Frau Nahles dann bei der eigenen Parteibasis für eine Koalition mit dieser. Würdenloser geht's nimmer. Die Sozen haben, sage ich immer, diesen Spruch sage ich aber schon länger, weniger Rückgrat als ein Gummibärchen. Und dieser Lug und Trug von Seiten der SPD, aber auch übrigens, das wollen wir nicht übersehen, von Seiten der CDU und CSU, das ist kein Einzelfall. Nein, denn die faktische Loser-Koalition hat zwei Gesichter. Den Deutschen zeigt sie dasjenige, auf welchem quer AfD drüber tätowiert ist. Die nehmen unsere Position ein und tun so als ob. Während sie in Brüssel, da bewege ich mich seit einiger Zeit und kriege das alles live mit, gegenüber Migranten das freundliche Gesicht zeigt, das Merkel seit 2015 spielt. Die Loser-Koalition wirkt zu Hause damit, dass sie zukünftig die mutmaßliche Flüchtlingsmigration einschränken will, durch eine angebliche Obergrenze von beispielsweise 220.000 Migranten pro Jahr. Das wird als Erfolg verkauft. Schon die Willenserklärung als solche. In Wirklichkeit bedeutet dies, wenn man das realisiert, und so wird es nicht kommen, jedoch den jährlichen Zuzug einer kulturfremden Stadt in der Größe etwa von Mainz, Freiburg, Lübeck oder Rostock. Hinzu kommt eine angebliche Einschränkung des Familiennachzugs auf 1000 Personen pro Monat. Auch das wird so nicht kommen. In Brüssel nämlich zeigen die drei von der Loser-Koalition ihr wahres Gesicht. Hier haben sie für eine Reform der Dublin-Regeln gestimmt, wonach künftig das Land für das Verfahren eines Asylbewerbers zuständig sein soll, in dem bereits Angehörige des Bewerbers leben. Es reicht übrigens völlig aus, wenn derjenige, der da reinkommt, sagt, da leben Leute, die ich kenne, der muss das nicht mal belegen. Und das muss man sich dann mal vorstellen.
Deutschland hat insgesamt 2016 60% aller Asylverfahren in der EU durchgeführt. 60%. Wenn zukünftig dasjenige Land also zuständig sein soll, in dem schon Angehörige leben, dann kommen auch etwa 60% der nachziehenden Familienmitglieder nach Deutschland. Und dann möchte ich mal wissen, wie man mit 220.000, respektive mit einem Familiennachzug von 1.000 pro Monat hinkommen will. Das hat von vorne bis hinten Lug und Trug. Diesem sogenannten Verfahren der Familienzusammenführung haben die Unionsparteien, beide übrigens, und SPD in Brüssel im Ausschuss explizit und namentlich zugestimmt. Dass die Sozis damit kein Problem haben würden, war klar, der Martin Schulz hat ja gesagt, eine bemerkenswerte Offenheit, wenn mehr kommt, dann kommen eben mehr. Doch die Union entpuppt sich mal wieder als eine pseudokonservative Blendgranate. Frei nach Merkels Motto, ist mir egal, ob ich schuld am Zustrom der Flüchtlinge bin, ja. Geradezu perfide ist es, wenn sich die Loser-Koalition dann darauf verständigt, noch viel mehr Geld nach Brüssel überweisen zu wollen. Auch das ist Gegenstand des Verhandlungsprozesses, während gleichzeitig die Kosten für den Familiennachzug ins Unermessliche zu steigen drohen. Das ist ein unerträglicher Skandal. Und nichts weniger als ein dreistes Belügen der Bevölkerung. Das benennen wir auch als das. Das ist ein Belügen der Bevölkerung. Ich wiederhole das auch hier nochmal, wenn jemand einen Masterplan ersinnen wollte, wie man ein Land gezielt und geradezu systematisch durch immer weitere Sozialmigration kulturfremder Menschen zugrunde richtet, genau so wie dies tut, könnte dieser Masterplan aussehen. Ja. Und dass man noch mehr Geld nach Brüssel überweisen möchte, setzt dieser ganzen Absurdität die Krone auf. Wir sollen also künftig noch mehr zahlen, um im Gegenzug neben anderen Kuriositäten, die man dort täglich erlebt, noch mehr Migranten aufnehmen zu können. Witzig. Übrigens sollten wir da immer weniger zu sagen haben. Ich weiß nicht, vielleicht fern nach meiner Unterlagen, so eine kleine Tagesaktualität von heute. Es hat ein wichtiger Ausschuss in Brüssel, nämlich der für konstitutionelle Fragen, entschieden. In der Frage, was soll eigentlich mit den Sitzen der Briten geschehen? Ich meine, die eigentlich logische Konsequenz ist klar, ich habe das auch mehrfach gesagt, wenn die Briten mit 73 Sitzen nicht mehr Mitglied der Union sein wollen, dann muss man eben die derzeit 751 Parlamentssitze um 73 Sitze kürzen. Ist ja logisch, weil der Staat wird ja weg. Alles andere ist Quatsch. Das ist jetzt nicht ganz Brüsseler Logik, wie ich noch lerne, sondern die sagen, wie können wir das verteilen? Und weil sie sich jetzt nicht trauen, alles zu verteilen, verteilen sie nur einen Teil. Und ich habe da so jetzt ersonnen in diesem konstitutionellen Ausschuss, 27 Sitze auf andere Mitgliedstaaten zu verteilen. Die Franzosen sollen 5 zusätzlich bekommen, die Spanier 5, die Italiener 3, die Niederländer 3 und einige andere mehr auch noch Sitze, Deutschland 0. Das steht so. Und das geht am 7. Februar, geht das ins Plenum in Straßburg, und da wird darüber entschieden. Und ich garantiere Ihnen, das kriegt in Brüssel eine Mehrheit. Und darum habe ich auch heute mit der Bundestagsfraktion Kontakt gehabt, und wir haben dazu schon eine Pressemitteilung ausgegeben gemeinsam. Die werden nämlich jetzt von der Bundestagsfraktion mal eine kleine Anfrage machen an die Bundesregierung, wie sie im Rat abstimmt, ob die dem zustimmen oder nicht. Wenn sie dem zustimmen, dann können wir sie wenigstens dafür an Haken nehmen, dass sie uns wieder mal verraten haben. Das am Rande. Das ist genau das, was wir tun. Das finde ich Und nach meinen ersten Wochen in Brüssel und Straßburg, ich komme jetzt ein bisschen zu EU-Themen, kann ich Ihnen sagen, dass jeder Cent mehr, der in die EU in ihrer gegenwärtigen Verfassung könnte man auch sagen, transferiert wird, ein verlorener Cent ist. Bei den Debatten, die da teilweise im Europaparlament stattfinden, braucht man eigentlich keine Heute-Show mehr. Vor meiner ersten Rede in Straßburg, die habe ich gehalten am vorletzten Montag um 23.03 Uhr. Das sind so die üblichen Zeiten am Parlament, wo man so One-Minute-Speeches kriegt. Das ist ein drolliges Parlament, da kann ich Ihnen sagen. War ich eine halbe Stunde vorher da, habe gedacht, guck mal, was da sonst so läuft. Und dann war eine nette kleine Debatte über Klimawandel und also über Gender Equity und Climate Justice. So viel Englisch können wahrscheinlich die meisten von Ihnen. Also der Zusammenhang zwischen Genderismus und Klimawandel wurde dahergestellt. Und eine schwedische Abgeordnete in grünem Gewand echauffierte sich darüber, dass der Klimawandel kein Witz,
nicht geschlechtergerecht und genderneutral sei. Ein richtig übler Chauvinist und Frauenfeind dieser Klimawandel. Pfui, Spinne aber auch. Ein weiteres Highlight dieser Rede, und ich übertreibe nicht, ich gebe nur wieder, was ich erlebt habe, der ich kopfschüttelnd das fragwürdige Vergnügen hatte, folgen zu dürfen, war dann folgende Aussage der Dame, Zitat, 300 Rentiere sind in Schweden ins Eis eingebrochen. Das darf eigentlich nicht passieren. Zitat Ende. Mir kamen unterdessen beinahe die Tränen und ich habe überlegt, wie bleibst du ernst, du musst gleich reden. Das, ja. Es ist ja doch wichtig, dachte ich mir, dass die Welt via Straßburg von diesem historischen Ereignis aus dem Norden Schwedens erfährt. Was sich ansonsten an wirklich Dramatischem in Schweden zuträgt, vom Verschwinden des Rechtsstaates in immer größeren Räumen dieses ehemaligen wunderschönen Landes, von Gruppenvergewaltigungen, die zunehmen, von Paralleljustiz islamistischer Clans, davon hört man in diesem Plenum kein Wort. Lieber berichtet man dort von ins Eis eingebrochenen Elchen, vermutlich waren es, habe ich mir so gedacht, bei mehrheitlich Elchkühe. Denn nicht vergessen, der böse Klimawandel betrifft das weibliche Geschlecht ja stärker als das männliche und dann macht das sicherlich auch vor Elchen nicht halt. Ich erzähle nur, ich brauche das nicht zu erfinden, ich erlebe das ja. Und falls nun dieser Eindruck entstanden sein sollte, nein, ich möchte die EU, um daran keinen Zweifel zu lassen, nicht in toto verteufeln. Keineswegs. Ich verteufle aber den gegenwärtigen Zustand und die zum Teil geradezu grotesken Tendenzen, die die Entwicklung dieser EU kennzeichnen. Meine Damen und Herren, die Europäische Union befindet sich in einer großen Identitätskrise. Sie entwickelt sich immer mehr zu einem durchbürokratisierten Euro-Supernationalstaat mit teils imperialen Zügen. Soweit die EU über die ursprünglich zugesprochenen Kompetenzen hinausgeht, neigt sie dazu, politische Macht über die Bürger nicht aufzuheben, sondern auf eine höhere Ebene zu verlagern. Und damit gehen natürlich logischerweise mehrere Probleme einher. Mit dem zunehmenden Grad an Zentralisierung wird die Distanz zwischen Politikern und Bürokraten auf der einen und Bürgern auf der anderen Seite zwangsläufig immer größer. Je weiter sich jedoch ein Politiker oder Bürokrat vom Bürger entfernt, desto schwieriger wird es, ihn für eine verfehlte Politik, etwa für die Verschwendung von Steuergeldern, in irgendeiner Art und Weise zur Verantwortung zu ziehen. Ja, nicht einmal ein schlechtes Gewissen wird der Politiker oder Bürokrat bei all seinen Untaten haben, da seine Distanz zum Bürger so groß ist, dass er ihm gar nicht in die Augen schauen muss. Die kriegen das schließlich nicht mit. Die Formel ist ganz einfach. Je größer und zentralisierter die politische Einheit, desto größer die Steuergeldverschwendung, das kann man übrigens messen, und ich war in meinem Beruf zuvor als Finanzwissenschaftler damit befasst, solche Dinge zu messen, je größer die Steuergeldverschwendung und die Verantwortungslosigkeit. Je zentralisierter die politische Einheit, desto unwirksamer sind die Kontrollmechanismen. Man weiß ja nicht mal, wen man überhaupt zur Rede stellt. Wenn Sie unzufrieden sind mit dem, was da in Brüssel geschieht, wen stellen Sie zur Rede? Ich sage Ihnen was ganz ehrlich. Ich wüsste es selber nicht und ich arbeite da. Es ist schwierig. Es ist ein solcher Moloch und es ist ein solcher Wust von Verantwortlichkeiten, dass letztlich alle für nichts verantwortlich sind. Also überlegen Sie mal, welche EU-Parlamentarier kennen Sie persönlich? Ja, jetzt mich, aber ansonsten, also außer mir, und ich bin es ja noch nicht lange. An wen würden Sie sich wenden von den tausenden EU-Bürokraten im Falle von Unzufriedenheit? Ich nehme an, das hinterlässt Sie genauso ratlos wie mich, oder? Und das wissen die natürlich sehr genau. Die Verantwortlichen sind nicht greifbar und deshalb genießen die Narrenfreiheit. Das macht anfällig für Korruption und so verwundert es nicht, dass Brüssel nach Washington weltweit die größte Lobbyisten-Armada beherbergen darf. Das wäre freilich anders, wenn man innerhalb der EU wieder mehr Kompetenzen auf die individuelle, die regionale, im Zweifelsfall die nationale Ebene verlagern würde. Das würde das enorme Demokratiedefizit, das wir da haben, eindämmen. Also Edmund Stoiber von der CSU, der hat manchmal auch sehr sinnvolle Sachen gesagt, der hat mal gesagt, die EU hätte in ihrer derzeitigen Verfasstheit, und das ist schon mehr als 10 Jahre her, keine Chance, bei sich selbst aufgenommen zu werden, weil sie selber den Kopenhagener Kriterien der Aufnahme nicht völlig zutreffend. Und wir sehen, dass es anders geht. Wir sehen, dass es anders geht. Sie kennen unseren Referenzrahmen, wenn Sie ein bisschen AfD-affin sind. Das ist die Schweiz. Und da können Sie sehen, die dezentrale Steuerung funktioniert. Und da ist die Bundesregierung letztlich gar nicht wichtig. Was sie aber nicht braucht. Die Dinge werden kommunal und wenn nicht kommunal, dann kantonal entschieden. Und nur sehr wenige Aufgaben werden auf die höhere Ebene verlagert. Das ist das Subsidiaritätsprinzip in Reinform. Das ist unser Gedanke. Da wollen wir wieder hin.
Brüssel macht das exakte Gegenteil dessen. Wir wollen einen Föderalismus von unten nach oben. Und die machen einen Top-Down-Föderalismus, der letztlich Zentralismus heißt und sich nur als Föderalismus tarnt und dann wird in Sonntagsreden von Subsidiarität geschwafelt und nichts davon wird eingehalten. Das erkennen glücklicherweise immer mehr Menschen und die werden so langsam auch nachdenklich. Und es muss Leute, die der EU im Grunde genommen gewogen sind, ich betone, ich bin das, ich bin kein EU-Gegner. Ich bin zwar ein Gegner der Währungsunion durch und durch, aber nicht der Europäischen Union im Ganzen. Und es muss doch im Grunde genommen Menschen, die die EU im Grunde nach ein sinnvolles Konstrukt halten. Nun wahrlich nachdenklich stimmen, dass es erstmals in der europäischen, in der EU-Geschichte, nicht in der europäischen, in der EU-Geschichte, nicht mehr um die Frage geht, welcher Staat als nächstes aufgenommen wird. Sie erinnern sich, das war über viele, viele Jahre völlig selbstverständlich die nächste Frage. Wann kommt welcher Staat neu hinzu? Derzeit überhaupt kein Thema mehr. Ja, alles weg. Stattdessen fragen wir uns, gehen die Briten allein oder wer kommt da als nächstes nach? Also wer geht durch die Pforte nach draußen, nicht nach drinnen? Das ist jetzt auf einmal die Frage. Und das ist bezeichnend für die Situation, in der die EU sich befindet. Dies dürfte eine der größten Ängste der Euromantiker sein. Vor dem Brexit galt ja dieses Dogma der Ever-Closer Union, der immer strengeren Vereinheitlichung in Europa, mit immer mehr Staaten, die eintreten und keinen Staaten, die jemals austreten. Und dann der Brexit, der hat alles geändert. Der Brexit, der die von den Eurokraten suggerierte Einbahnstraße hin zu den Vereinigten Staaten von Europa als Wunschtraum entpuppt hat. Der Brexit, der gezeigt hat, es geht auch anders, der gezeigt hat, Zentralisierung, Vereinheitlichung und Harmonisierung von oben sind eben nicht unumkehrbar, sondern es besteht die Chance, Nein zu sagen. Das ist die Qualität dieses Brexit, für wie vernünftig oder unvernünftig man ihn auch immer ansonsten halten mag. Seit dem Brexit wissen wir, dass jedem EU-Mitgliedstaat doch die Option bleibt, wenn die Eurokraten in ihrem Brüsseler Paralleluniversum so weitermachen und die Bürger Europas immer weiter regulieren wollen, drangsalieren wollen, gängeln wollen, statt Ja auch Nein zu sagen. Und es geht mir nicht darum, dass aus Berlin ein Nein zur Europäischen Union kommt. Es geht um die Möglichkeit, das zu tun. Weil davon nämlich die Macht ausgeht, der Disziplinierung, die in Brüssel zu disziplinieren, eine Politik zu gestalten, sodass wir dazu Ja sagen können. Und uns nicht einem Nein annähern müssen, weil wir diesen Unfug nicht mehr ertragen können, der da geschieht. Darum geht es im Kern. Es ist das Europäische und Europa, es ist nicht der Zentralismus und die Konzentration der Macht in der Kommission und die Einfalt, sondern die eigentliche Stärke Europas. Der Dezentralismus ist ein wahrer Föderalismus, ist Vielfalt. Das war der große Ökonom und einer der geistigen Väter der von mir so hochgehaltenen sozialen Marktwirtschaft, Wilhelm Röpke, der darauf hinwies, ich zitiere ihn, dass es das Wesen Europas ausmacht, eine Einheit in der Vielfalt zu sein. Deshalb dann alles Zentristische, Verrat und Vergewaltigung Europas ist, auch im wirtschaftlichen Bereich. Zitat Ende. Von dieser Einheit in der Vielfalt ist immer weniger zu spüren. Das, was die Zentralisierungsultras da in Brüssel machen, das muss man in aller Deutlichkeit so sagen, ist nichts anderes als ein Verrat an der Größe und Vielfalt unseres einzigartigen Kontinents. Auch wenn das viele Menschen da draußen irritiert. Und ich weiß, dass wenn Medienvertreter da sind, ich den Satz wahrscheinlich wieder um die Ohren kriegen. Ich sage es trotzdem, es sind nicht die Niederländer und ihr Bilders, nicht die Österreicher und ihr Hofer oder Schröder, nicht die Franzosen und ihre Le Pen, nicht die Briten und ihr Farage, den ich sehr schätze, mit dem ich in einer Fraktion, nicht die Ungarn und ihr Orban, nicht die Polen und ihr Kaczynski und auch nicht wir, die AfD, die Europäische Union an die Wand fahren. Wie auch immer man zu den von mir aufgezählten Politikern stehen mag, und ich teile, weiß Gott, nicht alle deren, von deren Positionen, sie alle sind doch Patrioten, das kann man ihnen nicht absprechen. Und diese patriotischen Kräfte Europas sind die Reaktion, nicht die Auslöser der Krise in der EU. Die patriotischen Kräfte wollen Europa lediglich dorthin führen, wo es hingehört. Ein Europa der Vaterländer, ein Europa der Nationalstaaten. So war die Europäische Union einmal gedacht. Und so wollen wir sie auch. Wir wollen sie nicht als Vereinigten Staaten von Europa. Das macht eben den Unterschied. Hier kriegt man dafür Applaus und wenn das Leute wie Draghi, wie Schulz, wie Juncker, Merkel und so weiter hören, dann kriegt man dafür nur ein verständnisloses Kopfschütteln. Es sind die schwarz-rot-grün-gelb-bunten Realitätsverweiger, die sie dabei eskortieren. Sie sitzen ja seit Jahrzehnten an den Schalthebeln der Macht und sie sind schuld an diesem Zustand, nicht ihre Kritiker. Das
Gebot der Stunde lautet: Rückkehr zum europäischen Gründungsgedanken. Der ist nämlich vernünftig. Rückkehr zum Geist der römischen Verträge von 1957. Die sind hochvernünftig. Rückkehr zur sozialen Marktwirtschaft. Der verdankt in unseren Wohlstand. Rückkehr zur Herrschaft des Rechts, das wir permanent brechen, auch auf europäischer Ebene. Auch den Maastrichter Vertrag hier nur kurz zu nennen und jeder weiß, was ich meine. Rückkehr zu wirklicher Subsidiarität und Dezentralität, nicht nur als Lippenbekenntnis sonntags. Rückkehr zur Vielfalt und Freiheit der Völker, kurz Rückkehr zu dem, was Europa eigentlich ist. Eine kluge Rückkehr, denn manches ist schiefgelaufen. Nur so kann der kranke Patient EU genesen. Zum Glück merken immer mehr Leute, dass sowohl in Brüssel als auch in Berlin etwas gehörig schiefläuft. Immer mehr Menschen spüren, jetzt komme ich wieder zu meiner Partei zurück, dass die AfD die einzige Chance ist, um diese Schieflage gerade zu rücken. Um Ordnung ins Chaos zu bringen, um wirkmächtig gegen Euro-Rettungswahn, gegen Zentralisierung, gegen die Aushöhlung der Nationalstaaten, gegen die Pervertierung der Idee der Freiheit, gegen das Migrationschaos und gegen Zensur anzukämpfen. Die anderen haben alle fertig, wie man heute so sagt. Man setzt also große Hoffnungen in uns, die wir aus freiheitlicher, konservativer und patriotischer Verantwortung heraus nicht enttäuschen dürfen. Doch manchmal, auch diese selbstkritischen Töne müssen sein dürfen, habe ich das Gefühl, dass sich einige Leute in unserer Partei, es werden glücklicherweise weniger, das fühle ich auch an, dieser Verantwortung noch nicht so richtig bewusst sind. Das müssen wir aber alle sein. Ich bin nicht der Erste heute Abend, der das sagt. Sie haben das gesagt, Herr Seiden und Herr Röckemann hat es gesagt. Viele haben es gesagt, das ist richtig. Es ist ja schön und gut und ein wirklicher Grund zur Freude, dass wir in nunmehr 14 Landtagen im Europaparlament mit richtig großer Fraktion und auch im Bundestag sitzen. Und niemand zweifelt daran, dass wir am Ende dieses Jahres in allen 16 Landesparlamenten sitzen werden. Und dann haben wir alles vollständig. Das ist alles schön und gut und wichtig. Aber wir sind, und das dürfen wir bei der Freude darüber nicht übersehen, immer noch erst am Anfang unseres Weges. 10, 12, 15% sind schön, aber sie reichen noch lange nicht aus, um die Verhältnisse, so wie wir es uns vorstellen, in diesem Land wirklich zu einer geistig-moralischen Wende umzudrehen. Doch genau das muss unser Ziel sein, andernfalls hätten wir keine Existenzberechtigung. Schauen Sie, es geht letztlich nicht um Parlamentssitze und deren Eroberung an sich. Und es geht auch nicht um unsere Partei. Es geht um unsere Heimat, um Deutschland, das in ernster und von vielen immer noch nicht erkannter Gefahr ist. Ich kenne in meinem ganz unmittelbaren Umfeld Leute, die mir sagen, die mich lange kennen, was hast du eigentlich? So, alles gut. Um was machst du dich da eigentlich verrückt? Warum regst du dich da um Kopf und Kragen? Warum tust du dir das alles an? Uns geht's doch gut. Und ich sage dann immer, es ging uns noch nie so gut wie heute, sagten die Gänse kurz vor Weihnachten. Das ist für uns schon der Gegenspruch. Gesichter, hoffe damit aber einen Anreiz zur Reflexion zu geben. Wir sind dies zu allen auf einem guten Weg. In den Landtagen und im Bundestag bieten wir den Kartellparteien mächtig Paroli. Die scheuen mir schon immer, wenn wir Kartellparteien sagen, deswegen sagen wir das auch so. Nicht nur, weil es stimmt, sondern auch, weil wir das so schön hyperventilieren. Okay, da kann man Freude dran haben. Wir sind eine wirkliche Opposition, die man ja lange in den Parlamenten vermisst, im Bundestag ganz besonders. Sich aber auf den bisher Erreichten, und das ist schon viel auszuruhen, wäre der größte Fehler, den wir machen könnten, denn noch sind wir nicht am Ziel. Gut Ding, wir Weile haben. Wir brauchen eine Eselsgeduld dafür und Beharrlichkeit. Wir sind mit verdammt gutem Schritt unterwegs und haben in der Tat wichtige Etappenziele erreicht, aber das Ziel des Marathons, das haben wir noch lange nicht erreicht. Und dieses Ziel, es handelt sich um einen Marathon, in dieser Metapher gesprochen, erreichen wir nur dann, wenn wir weiterhin die nötige Ausdauer, Mut, die gebotene Härte, eisernen Willen, kühlen analytischen Verstand und viel harte Arbeit in den Tag legen. Und besonders wichtig, es wurde noch gesagt, Einigkeit. Und mit Einigkeit meinen wir, ich darf wir sagen, nicht, dass man ständig einer Meinung sein muss. Wir sind hier nicht bei der SPD, der CDU oder bei der Kommunistischen Partei Nordkoreas. Wir sind keine Partei der Duracell-Klatsches mit 11 Minuten vorbestellten Dauerapplaus. Und wir sind auch keine Partei, die Vorsitze mit 100% fällt. Ja, jetzt auch nicht mehr kriegt. Es darf, es soll, es muss, und wir sind sogar stolz darauf, bei uns gestritten werden.
Aber eines dürfen wir dabei nicht aus den Augen verlieren. Und das geht droht manchmal verloren zu gehen. Und ich glaube, das korrigiert sich gerade auf eine sehr schöne, mich auch erfreuende Art und Weise. Ich habe den Job in Anführungsstrichen, also die Aufgabe, noch nie so gern gemacht wie in dieser Zeit. Wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, das verstehen immer mehr, dass es um unser Land geht und dass unsere Gegner nicht in den eigenen Reihen stehen, sondern bei den anderen. Die stehen draußen und die sind zahlreiche und die sind hartnäckig und die sind ungemein geschickt. Und es kann uns tatsächlich, ungeachtet von gegensätzlichen Positionen in diesem oder jenem inhaltlichen Bereich, nur gelingen, wirklich erfolgreich zu arbeiten, ihnen das politische Heft des Handelns zu entbinden, wenn wir einig ans Werk gehen. Wenn wir die länger hier schon Regierenden nicht austauschen, das muss uns klar sein, dann werden die länger hier schon Regierenden uns austauschen. Kämpfen wir also, und damit komme ich zum Ende, mit Verstand, mit Leidenschaft und mit all unserer Kraft gemeinsam für Ersteres. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.